Es ist wieder Montag. Du hörst die Montagsmotivation vom Natural Leadership Podcast. Mein Name ist Anja Niekerken und ich freue mich wie immer wie Bolle, dass du dabei bist. Ich bin vor kurzem über eine richtig gute Motivationsidee gestolpert. Und zwar ist es ja häufig so, wenn wir uns Ziele stecken, die vielleicht auch noch weiter in der Zukunft liegen, dass uns das Ganze, wenn wir die Ziele nicht erreichen oder auch nicht sofort erreichen, auch mal unzufrieden macht. Ziele sich zu stecken ist auf jeden Fall eine super Sache, überhaupt keine Frage, aber es passiert uns doch recht häufig, dass wir den Weg dann nicht schätzen und wir den nicht gut finden. Und dann rutschen wir auch gerne über das Ziel einfach mal so drüber weg, so nach dem Motto, ja, jetzt habe ich es geschafft. Weil wir eigentlich das gar nicht, was heißt eigentlich, wir können das dann gar nicht so richtig wertschätzen. Damit wir den Weg genießen können und uns trotzdem gut Ziele setzen können, ohne auf dem Weg die Motivation zu verlieren, bin ich über etwas gestolpert, und zwar nicht zu sagen, ich will das und das erreichen, weil wenn ich sage, ich will das und das erreichen, heißt das ja, jetzt bin ich unzufrieden mit dem, was ich jetzt habe, beziehungsweise auch mit dem Weg bin ich nicht so zufrieden. Ist nicht unbedingt bei jedem so, kann aber so sein. Und für die Leute, für die das so ist, ich gehöre übrigens auch dazu, die Idee zu sagen, das Ziel sich so zu stecken, ich werde bald oder ich werde am so und so vielten das und das haben, erreicht haben, getan haben, wie auch immer. Ich werde bald. Für mich hat diese Formulierung im Kopf einen unglaublichen Unterschied gemacht, was meine persönliche Zufriedenheit anbelangt. Nicht zu sagen, da und da will ich hin oder das und das will ich erreichen, da und da will ich sein, sondern zu sagen, ich werde bald da und da sein. Ich werde bald das und das gemacht haben. Ich werde bald. Das, wie gesagt, hat für mich im Kopf einen Unterschied gemacht. Kannst du ja mal ausprobieren, ob das für dich auch einen Unterschied macht. Wenn ja, freue ich mich. Wenn nicht, gibt es sicherlich noch 100.000 andere Möglichkeiten. Und die eine oder andere werde ich sicherlich auch in diesem Podcast noch einmal besprechen. Das war's für heute. Das war der Natural Leadership Podcast. Du hast die Montagsmotivation gehört. Mein Name ist Anja Niekerken. Und wenn dir das Ganze gefallen hat, dann gib mir doch eine Rezension bei iTunes. Ich habe immer noch viel zu wenig Rezensionen bei iTunes. Verstehe ich gar nicht, weil laut meiner Auswertung des Podcasts habe ich ziemlich viele Hörer, aber ganz wenig Beschreibung, beziehungsweise Rezension. Das geht gar nicht, Freunde. Ich werde bald ganz viele Rezensionen haben. Hoffe ich zumindest. Das war's tatsächlich für heute. Tschüss, bis zum nächsten Mal.